Start. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ohne die sowieso nichts gehen würde, liebe Berufsneutrale von der Presse. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sprechen darf. Der Saal ist voll. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Danke für euer Interesse. Immer, es geht ja auch um was. Ich begrüße sehr unseren innerparteilichen Wahlkampf. Ich glaube, das trägt nochmal dazu bei, dass wir uns alle intensiv Gedanken gemacht haben, auf jeden Fall die Kandidaten. Wir schärfen unser Profil, wir haben eine erhöhte öffentliche Wahrnehmung, was auch grundsätzlich positiv ist. Und alles das stimmt mich sehr positiv, dass auch der nächste Bürgermeister in Bocholt von der SPD kommen wird. Auf der Tagesordnung steht Vorstellung der Kandidaten, also im Zeitraffer. Peter Wiegel, vor 60 Jahren in Essen geboren, Grundschule und Gymnasium, dann mit eher weniger Erfolg. Mit 16 hatte ich offensichtlich ein paar andere Dinge, die mich mehr interessiert haben. Danach kaufmännische Ausbildung, einige Jahre Berufstätigkeit, Nachholen des Abiturs an der Fachoberschule, abgeschlossenes BWL-Studium. Vor gut 30 Jahren bin ich nach Bocholt gekommen, zuerst aus beruflichen Gründen. Hier habe ich dann meine Frau kennengelernt. Wir haben uns verliebt, geheiratet. Wir haben heute zwei erwachsene Töchter, auf die wir natürlich sehr stolz sind. Ich habe erlebt, dass es gut ist, Bildungswege offen zu halten, zweite Chancen und Unterstützung zu bekommen. Ohne BAföG hätte ich zum Beispiel nicht studieren können. Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit, Teilhabe sind meine Herzensthemen. Darum bin ich Sozialdemokrat. Ich will, dass Kinder die gleichen Chancen bekommen, unabhängig von den finanziellen und sonstigen Möglichkeiten der Eltern. Schule und Bildung sind zentrale Handlungsfelder. Ich freue mich deshalb sehr, dass ich in der laufenden Ratsperiode die gute Arbeit von Klaus Jung als Schulausschussvorsitzender fortsetzen darf. Wir beschäftigen uns in der Politik mit Themen. Im Mittelpunkt stehen natürlich Menschen. Menschen, die mich beeindruckt haben, SPD-Mitglieder, waren auch der Grund für meinen Einstieg vor 20 Jahren. Dazu zähle ich Alfred Block, damals Lehrer an der Wienmoster Grundschule, und natürlich Ludwig Klein-Übing. Alle, die ihn gekannt haben, denken mit Wehmut und Bewunderung an ihn zurück. Stellvertretend für andere, die dazukamen, Theo Peschkes, der mich 2011 als seinen Nachfolger im Stadtverband vorgeschlagen hat. Und wirklich vor der unglaublichen Leistung von Günter Spangenberg ziehe ich den Hut. Und meine Verbeugung wird wirklich immer tiefer. Ich will es hier versuchen, je länger ich diese Aufgabe als Fraktionsvorsitzender selber mache. Und auch ihn würde ich heute gerne nochmal um Rat fragen. Man könnte weitere nennen. Mein Zeitbudget ist ein bisschen knapp. Ihr wisst auch so, glaube ich, wer gemeint ist. Danke. Im Laufe der Jahre durfte ich verschiedene Funktionen in Ortsverein und Partei übernehmen. Angefangen habe ich als Schriftführer, wie manche andere auch. Später war ich Ortsvereins- und Stadtverbandsvorsitzender. Ihr habt mich zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, zwischenzeitlich zweimal bestätigt. Aktuell bin ich in verschiedenen Aufsichts- und Kontrollgremien, beschäftige mich seit 10 Jahren mit dem städtischen Haushalt. Denn auch das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Jede noch so gute politische Idee muss am Ende auch finanziert werden. Daher rücken Themen wie Wirtschaftsförderung natürlich auch in den Mittelpunkt. Ich habe eine Menge Erfahrungen gesammelt, von guten Leuten gelernt und ich glaube, ich habe eine gute Vorbereitung. Und mit einer vernünftigen Einarbeitung, glaube ich, könnte ich gut als Bürgermeister arbeiten. Ich bin stolz darauf, Sozialdemokrat zu sein. Mein Parteibuch war immer Ehre und Verpflichtung. Ich glaube, dass ich meinen Job insgesamt ordentlich gemacht habe, auch zum Nutzen unserer Partei. Wir alle brauchen Erfolge für die, die uns gewählt haben, die uns vertrauen und natürlich auch für uns selber. Politische Erfolge zu erzielen, ist oft ein langer Weg, vor allem in Bocholt. Da müssen wir ziemlich dicke, meistens schwarze Bretter bohren. Ihr wisst das. Ich habe zum Beispiel lange darauf gedrängt, die nervige und eindimensionale Diskussion um den Schuldendeckel abzulösen und ein vernünftiges, umfassendes Konzept zu erstellen. Steffen hat da sehr gute Vorarbeit geleistet. Leider kommen wir damit nicht durch. Aber ich bin trotzdem mit der aktuellen Situation nicht vollkommen unzufrieden. Immerhin haben wir jetzt eine Prioritätenliste, die sehr deutlich die Handschrift der SPD trägt. Bildung hat oberste Priorität und das wird auch so bleiben. Eine Verschiebung der Prioritäten von Bildung zu Beton in Richtung Straßenbau wird es mit mir nicht geben. Es gilt, deutlich zu sagen, was geht und was nicht. Kleine Sache, wenn es sein muss, auch streitbar, aber ohne persönliche Angriffe. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, Bocholt ist meine Heimat. Ich lebe gerne hier. Ich möchte, dass auch unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen gut und gerne in Bocholt leben können und leben wollen. Die Ausgangslage ist gut, der öffentliche Haushalt ist geordnet, die Arbeitslosenzahl gering. Das große Engagement im Ehrenamt sorgt dafür, dass wir nicht nur Stadt, nicht nur Verwaltungseinheit, sondern tatsächlich eine Gemeinschaft sind. Und eine Gemeinschaft grenzt niemanden aus.
Und dazu gibt es auch keine Alternative, weder für Deutschland noch für Bonn. Natürlich müssen wir uns kommenden Herausforderungen stellen und Entscheidungen treffen. Da gibt es eine ganze Reihe von Handlungsfeldern, Demografie, Klima, Digitalisierung. Für Details reicht es nicht, vielleicht später. Als Bürgermeister richte ich den Fokus auf Themen, die unsere Bürgerinnen und Bürger persönlich betreffen. Bildung hatte ich schon erwähnt. Wo könnte mehr Gefühl und Emotionen aufkommen als bei den eigenen vier Wänden? Wohnen, leben, sich zu Hause fühlen, dieses Gefühl muss bezahlbar bleiben. Wir dürfen nicht zulassen, dass Wohnen, das Grundbedürfnis aller Menschen, unsere Bürgerinnen und Bürger an den Rand des Existenzminimums bringt. Ich fordere ganz klar mehr kommunalen Wohnungsbau. Laut einer Studie, einer aktuellen Studie, fehlen derzeit in Bocholt 600 geförderte Wohnungen. Natürlich war der Verkauf der BWG ein Fehler. Ich glaube, inzwischen gibt es auch die zu, die ihn begangen haben. Aber Fehler zu bejammern alleine reicht nicht. Schuldige suchen schon gar nicht. Machen ist die Lösung. Wir haben der Evibo den Auftrag gegeben, Wohnungsbestände zu erwerben und zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mein Ziel sind gemischte Quartiere, geförderter Wohnungsbau in allen Stadtteilen. Ich will nicht, dass an der Adresse eines Menschen ablesbar ist, über welches Einkommen er verfügt, auch nicht an der Hausnummer. Und ein Hinweis noch an alle Verschwörungstheoretiker, ihr könnt durchaus beruhigt schlafen. Die Evibo ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Sie handelt nur auf Basis entsprechender Beschlüsse. Sie wird durch einen Aufsichtsrat kontrolliert, genau wie BEW oder Stadtsparkasse. Drittes Thema, Querschnittsthema, Mobilität. Mobilität ermöglicht soziale Teilhabe, Bildung, Zugang zum Arbeitsmarkt, Einkaufen, Freizeitgestaltung. Auch hier wahrscheinlich später. Der Zwischenbericht zum Mobilitätskonzept zeigt die richtigen Prioritäten. Der liegt seit ein paar Tagen vor und ist wirklich interessant. Förderung des Radverkehrs, Förderung des ÖPNV, Reduktion des Kfz-Verkehrs. Wenn wir das ernst meinen mit der Reduzierung des Kfz-Verkehrs, müssen wir die Alternativen zum Autoverkehr ausbauen. Wir brauchen einen Mobilitätshub in Bocholt. Bessere Anbindung des Bahnhofs, Ausweitung der Betriebszeiten des Stadtbusses, das wären die Ziele. Bocholt ist Fahrradstadt. Tolles Motto und gute Arbeitsgrundlage. Wir brauchen aber weitere Verbesserungen bei den Radwegen. Und ein zunehmendes Problem aktuell, dem müssen wir uns auch zuwenden. Nach dem Spaziergang, dem Einkauf oder dem Termin müsste das Rad da noch stehen, wo ich es abgestellt hatte. Sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, gerade für E-Bikes in der Innenstadt, fehlen. Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen liegt aktuell bei 9%. Wir müssen der Polizei mehr Möglichkeiten geben, Videoüberwachungen und oder kommunale Förderung von GPS-Trackern in Fahrradrahmen wären Themen, über die wir diskutieren und entscheiden müssen. Generell glaube ich, dass wir dem Thema Sicherheit, egal ob objektiv belegbar oder subjektiv wahrgenommen, stärker besetzen sollten als bisher. Auch das dürfen wir nicht den Falschen überlassen. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ein Bürgermeister hat große Gestaltungsmöglichkeiten. Da will ich anpacken. Der Bürgermeister muss nicht jeden Morgen einen Zettel mit spektakulären neuen Ideen ans schwarze Brett im Rathausfoyer nageln. Er muss allerdings sehr wohl gute Ideen und Ansätze erkennen, Hindernisse aus dem Weg räumen, Steine aufheben. Und um im Bild zu bleiben, auch der beste Bürgermeister hat nur zwei Hände. Alles alleine aufzuräumen würde viel zu lange dauern. Auch der Bürgermeister ist nur erfolgreich im Team. Er ist natürlich der Teamchef. Der Bürgermeister muss Menschen führen. Arbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wertschätzen, Menschen fördern und unterstützen. Mir ist es wichtig, eine positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen, unabhängig von Hierarchiestufen. Wer große Angst vor Fehlern hat, wird nicht gerade produktiver. Also Mut machen zum Ausprobieren, Fehler gehören dazu, aus Fehlern lernen ist die Devise. Das ist meine Grundüberzeugung in der Arbeit als Qualitätsbeauftragter beim Berufsfortbildungswerk des DGB. So arbeite ich seit vielen Jahren als Betriebsrat. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wir stehen vor Herausforderungen, natürlich. Wir brauchen Mut und Zuversicht. Und wir können es auch nicht allen recht machen. Wir haben aber die Pflicht, Menschen zu beteiligen und Ansichten zu verdeutlichen. Ich will Politik für Menschen und nicht über die Köpfe der Menschen hinweg.
Keine Entscheidung im stillen Kämmerlein, sondern offene und transparente Diskussion in der Stadtgesellschaft. Ich will die erprobten Bürgerbeteiligungsverfahren ausbauen und für die Mitarbeit am demokratischen Prozess werben. Wir brauchen jeden. Junge und erfahrene, Frauen und Männer, gemeinsam sind wir stark. Es ist richtig und trotz aller Widrigkeiten des Alltages ein tolles Gefühl, Sozi zu sein. Wir stehen für eine gerechte und offene Gesellschaft. Und das bedeutet auch, kurzer Ausflug in die Bundespolitik, jeder soll entsprechend seinem Leistungsvermögen auch seinen finanziellen Beitrag leisten, damit jeder Mensch, jedes Kind die gleichen Chancen erhält. Ich bin davon überzeugt, dass die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande das genauso sieht. Und deshalb werden wir mit sozialdemokratischer Politik auch wieder Wahlen gewinnen. Wir müssen mutig auftreten, selbstbewusst und begeistert. Wir haben gute Ideen und überzeugende Argumente. Ich bin begeistert von Bocholt. Ich möchte mit meiner ganzen Kraft als Bürgermeister für Bocholt arbeiten und bitte um eure Unterstützung. Glück auf und danke fürs Zuhören.